Einen wunderschönen, da bin ich mal wieder, euer Odin. Und ich, hier ist, sieht man das, ja. Ich mache mal so halb, dass ihr mich so wenigstens ein bisschen seht. So. Ich habe jetzt vor, mit euch einen Hardware-Check zu machen. Und den Hardware-Check, der wird diesmal ein leckerer Hardware-Check. Wir werden jetzt hier einfach mal versuchen, uns hier ein bisschen Schokoeis zu machen. Nicht Schokoeis, Milchshake zu machen. So. Ich habe hier so Eis mit Schokoladenstücken. So. Nochmal einen drin. Oh, das vom Rand können wir hier auch noch mit drin machen. So. Lecker. Noch das vom Deckel abkratzen. Weil das ist schon schön weich geworden. Ja. Jetzt kleckere ich mir die Hose voll. So, normalerweise macht man sowas ja in der Küche. Aber da will ich nicht aufnehmen, weil da ist das Licht scheiße. So. Jetzt werden wir mal den Deckel erstmal aufmachen. Ich will mal gucken, wie weit der das jetzt clean macht. Und dann nehme ich jetzt einfach mal einmal an und nehme mal die Eisfunktion. Oh, der macht gut clean. Jetzt machen wir das einfach mal für Smoothies. Jetzt machen wir einfach mal ein bisschen Milch rein. Oh, jetzt habe ich schon wieder geklänkert hier. Ich weiß gar nicht, wie viel Milch. Ah, können wir noch einen Schluck, würde ich sagen. So, machen wir da drin. Dann würde ich sagen, machen wir aber auch noch ein bisschen Kakaopulver. Ich mag es ja sehr kakaoig. Also nehmen wir hier noch ein bisschen Kakaopulver. Und da ich sehr Schoko mag, brauchen wir auch mit dem Kakao nicht sparen. Machen wir einen Löffel rein, machen wir noch einen zweiten Löffel drin. Gehäufte natürlich. Oh, dann machen wir noch einen dritten drin. Oh, machen wir noch einen vierten drin. Kakao kann hier noch sein. Ah, hauen wir noch einen fünften. So. Ach, machen wir noch einen sechsten drin. So. Dann machen wir das hier oben drauf. So, und machen hier wieder Smoothie-Getränk rein. Sieht schon mal sehr lecker aus. Ist mir aber ein bisschen zu flüssig. Jetzt habe ich ja hier gekleckert. Jetzt muss ich die Milch hier erstmal drin machen. Die Milch. Schokokura. Ist auch drauf. Haben wir Schokomilch. So. Jetzt gucke ich mal rein hier. Nee, da muss noch Schokoeis. Ich glaube, da muss man auch Eiswürfel drin machen, aber das hat mir keiner gesagt. Und die Rezepte, die ich gefunden habe, die waren alle für Eis und Milch. Jetzt habe ich, glaube ich, ein bisschen zu viel gemacht. So, jetzt nehme ich hier einfach mal, ich habe ja hier ordentlich Hälfte drin, das ist ein halber Liter. Das Eis ist auch ein halber Liter. Lassen wir uns mal überraschen, was jetzt passiert.
So, mehr als nicht schmecken kann es ja auch nicht. Also von daher machen wir das an. Schmeckt eher jetzt, ist noch kein Milchshake. Milchshake ist dickflüssiger, also noch mehr Eis. Ich glaube, ich habe ein bisschen zu viel Milch beim Anfang genommen. Weiß ich, nächstes Mal muss ich nur einen Klecks Milch nehmen. Aber so ein Milchshake wird bei mir auch nicht schlecht. Das ist hier, was ist das, ein Liter, den haue ich hier weg wie nichts. Weil ist ja auch warm. So. Machen wir nochmal hier ein bisschen was drin. Wir kriegen das schon hin. Bisschen Schokoeis habe ich noch. Ich mache jetzt keine Milch mehr drin. Von daher, irgendwann wird das schon ein bisschen wie ein Milchshake werden, denke ich mal. Warm. Weil im Internet stand drin, einfach, ich soll das so machen und dann also Eis und Schokoeis und dann das einfach und dann mache ich einfach mal volle Pulle hier. Das Geile ist, ich brauche das nicht festhalten. Ich brauche einfach nur rüber machen und fertig ist. Geht auch sehr leicht ab und so ruf. Das Glasteil meine ich. Ah. Na, da kommen wir doch schon. Da kommen wir dem Milchshake schon verdammt ähnlich. Kommen wir schon verdammt nah ran. Jetzt nehme ich einfach mal den letzten Rest hier drin. Schmilzt hier sowieso schon fast weg. Bei der Hitze auch kein Wunder, ey. Hier schön alles auskratzen. Ich glaube, ich habe sogar noch Eiswürfel im Kühlschrank. Ich werde mal gleich noch ein, zwei Eiswürfel drin klatschen. Wartet mal, ich bin gleich wieder da, ich hole mal schnell ein, zwei Eiswürfel. Jo, hat sich erledigt. Ich habe keine Eiswürfel mehr. Also bleibt uns nichts anderes übrig, als den Selbstversuch jetzt hier zu machen. Und dann werden wir den Deckel hier oben drauf klatschen. So, und dann werden wir hier einfach mal volle Pulle. Bisschen mehr Licht. Oh, hier kommt richtig warme Luft raus. Werden wir das mal testen. Na doch, geht doch. Sieht doch schon ein bisschen dickflüssig aus. Machen wir mal Selbstversuch hier.
Mit dem letzten Rest ist es, ist es noch dickflüssig geworden. Also habe ich das Gefühl. Schmeckt richtig schön nach Schoko. Ja, also schmeckt wie bei uns aus dem American Diner ein Milchshake eigentlich, so in etwa. Ein bisschen mehr Schoko schmeckt der hier. Ich habe auch eine kleine Prise Kakao drin gemacht, habt ihr ja gesehen. Ey, guck mal, so groß ist das Loch. Und ich habe echt Probleme manchmal hier teilweise zu ziehen. Ja, ist doch echt. Doch, ist lecker. Das heißt, ich muss jetzt Platz im Gefrierfach schaffen für mich. Oh, da kommt noch, da war noch ein Eisstück. Da war noch irgendwo ein Eisstück. Naja, ja. Ich muss noch Platz im Gefrierfach schaffen für mich und mir noch 2, 3, 4 Eis holen, die ich mir reinstellen kann. Und dass ich mir öfters mal einen Milchshake machen kann. Ah, tut aber gut. So auf dem Abend, bei der Hitze, so einen schönen kühlen Milchshake. Ja, das ist geil. Jetzt bin ich mal gespannt, wie der zu reinigen ist. Weil der hat ja diese Pulstaste. Ach so, ich muss mir denn... alle klar. Ich muss mir auf jeden Fall dann Eis holen ohne Schokostücken. Weil ich habe jetzt hier die ganzen Schokostücken noch drin, die hier dran kleben. Hier unten ist alles voller Schokostücken, die sich halt natürlich unten abgesammelt haben. Müsst ihr mal da rein gucken, da unten. Ja, das... Da unten klebt das ganze Schokozeug. Ich bin mal echt gespannt, wie der zum Reinigen ist. Oh Gott. Aber aufmachen ist echt leicht. Da bin ich echt glücklich, dass ich mir den gekauft habe. Standmixer, Marke Nummer 1 in Deutschland. Verkaufszahlen von 2008 bis 2012. Kriege ich das auch irgendwie ab? Ich glaube jetzt nicht. Ich glaube, das geht nach und nach ab. Pro Blend 6. Ach ja, Pro Blend 6, der hat halt diese 6 Klingen. Hat der ja halt dran. Ja, mal gucken. Also ich bin echt froh, dass ich mir den gekauft habe. Morgen werde ich dann mal einen Bananen-Kirsch-Smoothie versuchen. Oder Banane-Apfel. Bin mir noch nicht sicher. Mal gucken, nachdem, was meine Tochter Lust hat. Was der Papa denn mal machen soll. Gehen wir morgen nach dem Baden, gehen wir dann schön, gehen wir schön einkaufen und dann suchen wir uns Früchte aus und dann werde ich da mal was machen. Vielleicht mache ich dann auch ein Video. Ich glaube, ich mache ein Video. Ich weiß es noch nicht und dann kann ich da mal verkosten. Meine Tochter werdet da dann logischerweise nicht sehen. Oh, das ist wirklich, das Ding ist eiskalt, das Glasteil. Krasse Scheiße. Nächstes Mal muss ich noch mit Eiswürfeln machen. Dann brauche ich vielleicht nicht so viel Eis. Oh. Wenn ich das Glas ausgetrunken habe, habe ich 1 Liter Eis. Plus einen halben Liter, auch über einen halben Liter Milch war da drin. Also sagen wir mal 1,5. Habe ich 1,5 Liter Flüssigkeit innen drin. Das ist auch nicht schlecht. So Leute, dann würde ich mich jetzt hier erstmal verabschieden. Ich hoffe, hat euch gefallen. Ich warte noch auf das nächste Gerät. Ein Ultraschallreinigungsgerät wird noch kommen. Das müsste dann rein theoretisch morgen, übermorgen irgendwie in dem Dreh kommen. Ich muss mal bei Amazon rufgucken, wann das kommt. Und da werde ich dann auch ein Video machen, weil da will ich dann nämlich mein Dampfzeug, meinen Schmuck, meine Ketten und so mit Ultraschall einfach mal reinigen und dann gucken,
Weil war für einen schmalen Taler hatten sie das und halt gedacht, wo greifst du zu? Greifst du zu? So Leute, das soll es jetzt aber wirklich gewesen sein. Wenn ihr noch Fragen habt, wenn ich euch noch weiterhelfen kann, einfach in die Videobeschreibung, in die Kommentare post. Oh, Entschuldigung, mir läuft die Soße gerade echt extrem lang, ey. Einfach in die Kommentare, in die, oh, was ich immer in den Kommentaren habe. Doch, ist doch Kommentare. Ich bin jetzt einfach, dachte, ich war jetzt schon wieder bei Beschreibung. Nee. Einfach unten in Kommentare rein posten. Ich gebe mir Mühe, schnellstmöglich logischerweise zu beantworten. Ich schwitze, ich will mich jetzt nackig machen, ich will mich einfach aufs Sofa legen. Ich verabschiede mich. Ahoi, sagt euer Odin.